Hey zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute scheint mir gerade die Sonne ins Gesicht. Ich bin gerade hier oben in meinem Nähatelier und packe ein paar Sachen, denn es geht am Wochenende für mich auf die Kreativa nach Dortmund. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ihr werdet in diesem Vlog sehen, wie ich meinen Rucksack packe. Ich habe mir einen neuen Rucksack zugelegt für die ganzen Technikdinge, die ich so brauche, wenn ich so als Nähfluencer und Vloggerin unterwegs bin. Außerdem nehme ich euch mit in mein Stickatelier, wo ich Beanies besticke, die in meinem Onlineshop bestellt wurden. Die gibt es übrigens noch bis Sonntag im Sale. Deswegen schau gerne in die Infobox, dort findest du den Link zu meiner Homepage. Außerdem ist zu sagen, dass dieses Video in Kooperation mit HelloFresh entstanden ist. Ich koche schon ganz, ganz viele Jahre, immer mal wieder. Also ich habe kein Dauerabo. Das mache ich wirklich nur alle 2 Monate circa. Von dem her kenne ich HelloFresh schon sehr, sehr lange. Das Schöne an den HelloFresh-Boxen ist für mich, dass ich dann meistens gar nicht kochen muss. Denn mein Mann kocht dann. Das ist ja wie so eine Lego-Anleitung. Es steht alles genau beschrieben, was zu tun ist. Und dann gibt es halt auch mal ein bisschen ausgefallenere Gerichte als immer so die Standarddinge. Diesmal koche ich ausnahmsweise, aber meistens ist es so, wenn ich HelloFresh bestellt habe, dass mein Mann dann kocht, wofür ich natürlich sehr dankbar bin, denn ich kann in der Zeit natürlich weiterarbeiten. Mein Mann ist auch selbstständig, deshalb ist er auch mittags zu Hause. Und ich mache mir meine eigene Arbeitskleidung, so nenne ich es mal. Ich habe mir eine Hoodiejacke zugelegt und die besticke ich mit meinem Logo. Das Logo werde ich zusammen mit euch digitalisieren. Ja, zum ersten Mal gibt es mal ein Video. Das mache ich mit Willkommen und ich stecke noch wirklich in den Babyschuhen. Ich bin gerade erst dabei zu lernen, wie man mit Willkommen digitalisiert. Und das sind so die Anfänge. Also wenn du da schon weiter bist, sieh es mir nach. Ich bin da wirklich noch ganz, ganz am Anfang. Es gibt, oh, das ist so umfangreich. Und genau, ich habe so angefangen, so langsam zu digitalisieren und habe mein Logo mal digitalisiert. Und das sticke ich auf meine Sweatshirt-Jacke und packe auch noch was auf die Rückseite. Das seht ihr alles in diesem Video und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei.
Wir haben mittlerweile Mittag. Ein Kind ist zu Hause, denn ein Kind ist natürlich immer krank. Ich werde jetzt kochen und ich nehme meistens das Gericht, was an Tag 1 oder 2 Kochen angegeben ist. Also ich habe immer eine Liste, welches am längsten haltbar ist und welches ihr am schnellsten kochen solltet. Heute gibt's also Kohlrabi-Eintopf mit Königsberger Klopse. Übrigens, mit dem Gutscheincode HelloHandmade sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro auf deine ersten 4 Boxen von HelloFresh. Und kostenlosen Versand für die erste Box gibt's obendrauf dazu. Das lassen wir uns jetzt schmecken und dann geht's weiter ins Stickatelier. Wie schon angekündigt, werde ich jetzt mein Logo digitalisieren. Das mache ich mit Willkomm Studio. Ich wähle mir hier auf der linken Seite das passende Tool aus, was ich dafür brauche. Und dann gehe ich meine einzelnen Regenbogenbögen einmal nach. Und es macht was aus, ob man rechts klickt oder links klickt. Einmal ist es eine runde Ecke und einmal ist es eine eckige Ecke. So, und oben in der Leiste kann man dann schauen, wie es im Stich wirklich aussehen wird. Ich habe einen Satin-Stich gewählt und jetzt werde ich aber noch etwas editieren, denn man kann natürlich im Nachhinein auch noch diese ganzen Punkte, die man sich gesetzt hat, so hinfahren, wie man sie braucht. Also etwas näher nach unten, weiter nach oben, so dass es einfach gut passt.
In der unteren Leiste seht ihr diese farbigen Felder, die kann man sich auch voreinstellen. Ich habe mir da in den ersten drei Feldern quasi meine Logofarben hinplatziert und dann kann ich die auswählen und dann habe ich halt auch die Farben, die ich nachher benutzen möchte. So, schwuppidiwupp, ich bin jetzt hier fertig, habe noch meine Buchstaben digitalisiert und habe es auch dann Probe gestickt, das seht ihr jetzt nicht, aber jetzt geht's an die Jacke. Das ist das gute Stückchen und das soll quasi ein Brustlogo werden. Ich habe mir das markiert, wo es hin soll und dann benutze ich die Mighty Hoops und die Fließ-Einspannhilfen. Also das kann man natürlich auch mit einer Hoopmaster-Station machen, die hatte ich jetzt aber nicht aufgebaut und diese Fließhalter sind dafür auch total praktisch. Und ja, dann habe ich ja auch schon den Ort, wo das Logo hin soll, markiert. Lege meine Unterhälfte des Mighty Hoops drunter und dann der Magnetoberrahmen oben drauf. Und dann ist das Ganze schon eingespannt und ich kann es besticken. Das Brustlogo ist fertig und ich habe mir noch was Cooles für den Rücken überlegt. Wartet ab! Meine neue Arbeitsjacke ist fertig. Diesen Spruch habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört von mir. Ja, jetzt habe ich mich damit auch noch auf meine Jacke verewigt. That's it. Ich habe mir schon neulich, wo ich eigentlich nach Bayern fahren wollte, um an einer Schulung teilzunehmen für Stickmaschinen, was ich aber gesundheitstechnisch leider absagen musste, hatte ich mir schon, weil ich heute auch filmen wollte, so einen sehr, sehr schönen und praktischen Rucksack zugelegt, der so richtig viel Platz hat für allen möglichen Technikkram. Und den wollte ich euch mal kurz zeigen. Das ist das gute Stück und der hat so viele verschiedene Fächer. Wo fange ich denn mal an? Also hier vorne. Oh! Da sind meine Kopfhörer, die habe ich schon gesucht. Sehr praktisch. Das Täschchen hatte ich irgendwann mal in einem 5 Geschenke für 5 Nähideen für Stoffreste. Da habe ich das hier genäht. Kann ich euch gerne mal verlinken in der Infobox. Und hier unten ist noch so ein Fach. Dann ist hier so ein
wasserdichtes Fach. Da kann man ja Badesachen reintun zum Beispiel. Da könnte man auch einen Laptop reintun. Hier innen drin. Das kann man auch richtig gut zum, ja, wenn man mal irgendwie ein, zwei Tage weg ist und keinen großen Koffer mitnehmen möchte. Oder auch zum Fliegen. Das hier ist eine Tasche, da kann man von unten zum Beispiel dreckige Schuhe reinpacken. Finde ich total praktisch. Hier ist das Fach. Das werde ich, glaube ich, eher weniger nutzen. Deswegen rolle ich das jetzt mal so ein bisschen zusammen, damit ich da mehr Platz habe für anderen Kram. Sogar mit Lüftungslöchern. Und ich werde da meinen ganzen Technikkram reintun, den ich so brauche. Hier sind auch noch Rechnungsfächer, hier Fächer, überall. Hier ist noch ein Geheimfach. Und hier ist zum Beispiel ein Fach, wo man eine Powerbank anschließen kann. Da hat man dann immer genug Saft. Auch sehr, sehr, sehr cool. Genau, hier ist dann das Laptopfach. Dann sehr schön gepolsterter Rücken, schön mit Schaumstoff. Das sind die Träger. Ich finde diese Farbe so unfassbar schön. Das ist so ein ganz zartes Aprikot-Rosé und die sind so samtig. Oh, das ist einfach wunderschön. Hier ist auch noch ein Geheimfach für Portemonnaie oder Handy oder was auch immer. An der Seite ist noch ein Flaschenfach. Da. Genau, und da werde ich jetzt so ein paar Techniksachen. Ich kann noch nicht alles reinräumen. Ich habe mir noch ein Stativ besorgt. Das kommt heute mit der Post. Und ich hoffe, das kann man nämlich total klein machen. Das ist für so eine Messe super, weil da, wo ihr gerade drauf steht, auf dem Stativ, das ist einfach viel zu groß und viel zu schwer. Zwar sehr stabil, aber ich brauchte eins noch für unterwegs. Und hier ist so mein kleines Case, wo ich Kabel, Netzstecker und jetzt noch alle möglichen anderen Dinge rein tue. Hier ist mein Ladegerät für die Kamera, womit ich gerade filme. Dann frisch geladen mein Rode Wireless Go Mikrofon für die Kamera und quasi das Ansteckmikrofon, was ich immer mir hier hinmache, wenn ich Intros, Outros drehe. Das packe ich ein. MacBook-Ladekabel. Dann hier noch rein. Hier sind meine Karten. Da kommen auch nachher noch welche zu. Das kann ich noch nicht reintun. Hier ist schon mal ein Ersatzakku für die Kamera. Die Kamera kommt nachher hier rein. Da tue ich schon mal den Deckel rein. Das kommt dann auch mit in den Rucksack. So, jetzt kann ich das schon mal soweit zumachen. Meine Kopfhörer packe ich hier noch rein. So, da kommt dann alle mögliche Kram rein, den ich noch so finde. Ich fahre übermorgen auf die Kreative. Heute haben wir Donnerstag. Das Video kommt hoffentlich morgen am Freitag online. Ja, das ist mein gutes neues Stück, was ich schon sehr, sehr liebe. Sehr, sehr praktisch. Gibt's nicht in meinem Shop, weil so umfangreiche Rucksäcke verkaufe ich nicht. Ich habe euch aber einen Link in die Infobox gepackt, falls euch auch so ein wunderschöner Rucksack interessiert. So, ich werde jetzt das Video fertig schneiden, damit das noch online gehen kann morgen. Und ich danke euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Inspirationen bekommen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Das nächste Video wird das Video über die Kreativa, wo ich 2 Tage lang sein werde. Samstag, Sonntag. Ja, dort werde ich die Kamera mitnehmen und das wird das nächste Video werden. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet nächste Woche. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wundervollen Tag. Falls ihr Lust habt, mehr Inspirationen, mehr Ideen rund ums Nähen, Maschinensticken und aus meinem Stickatelier die zu bekommen, dann abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Instagram unter Handmade by Annie Love und ich sage jetzt Tschüss!